Schönen guten Abend alle gut zu unserer ersten Emission vom Let's Volley Fan Talk. Entschuldigt den kleineren Teil, aber da hatten wir ein paar technische Probleme, die noch zu lesen sind. Das ist dann der sogenannte Vorführeffekt natürlich bei einer ersten Emission, wo das kann vorkommen. Aber wir sind lanciert. Wir machen Let's Volley Fan Talk. Was geht es? Aber das ist ganz einfach. Wir probieren erst draußen zu informieren, wie es mit unseren Nationalspielern draußen an der großen Welt, aber auch halt zu Lützeburg, so für uns geht. Das machen wir auf Form von Interviewen, dementsprechend tun wir natürlich auch doch erwidern, wen das wird mal so gleich gesehen. Als erstes mal werde ich schon versuchen, teilt von euch klifft, diesen Live-Feed, diesen Livestream, für das wir so viel wie möglich Leute hier dabei haben, die das können gucken. Und dementsprechend wird das dann auch ein Succes gehen. Ihr dürft auch gerne kommentieren, natürlich als so, was ihr gut fand, was ihr nicht gut fand, was man könnte besser machen. Und auch, und das gesehen wir hier noch, wenn ihr ein Video bis zugeschaltet sind, könnt ihr ihnen Fragen stellen. Und die werden wir dann probieren, an unserer Sendung zu beantworten. Fangen wir an mit unserem ersten Avite, das ein Spieler, den haut heimkommen ist, das heißt, hin spielt normalerweise oder hat mal die letzten zwei Jahre gespielt am Ausland und das in Frankreich bei Tour Volleyball. Da wissen die meisten, die hier nur gucken, wahrscheinlich schon, von wem das schwätzen, nämlich vom Chris Zeutberg. Chris Zeutberg, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Michael. Wenn du kannst, dann vielleicht eventuell ein Tick mehr hart schätzen, weil ich kann noch dein Volumen noch ein bisschen absetzen. Komm, wir testen mal ein bisschen. Schönen guten Abend, du nicht auch. Ah, tipptopp. So klappt das doch. Also, der Chris Zeutberg, wie schon gesagt, Saison als River bei Tour Volleyball können ein bisschen kurz vielleicht darüber schwätzen. Am Championat und an der Coupe, da ist es vielleicht nicht so gut gegangen. Nein, da war ein bisschen Pech dabei, man hat viele Verletzungen, ziemlich engen Spielplan, man hat viele Matches, wo man in der Cup-Championat, aber dann wurde dann CV-Cup, wo man, ich weiß, dass man innerhalb von 40 steht, hat man eigentlich ja, müsste man eigentlich 15 oder 16 Matches gewesen sein. Und da ist nicht viel Zeit für Recup da und nicht viel Zeit für Blessuren zu behandeln. Und ja, dann andere Equipe nicht vielleicht ein bisschen besser kontigieren oder sie hatten nicht so viele Matches insgesamt, weil sie nicht international gespielt haben. Und dann natürlich sind das so Kleinigkeiten, so kleine Excuses sind andere Leute dazu. Wie war dann das Gefühl von den Responsablen von dem Verein? Waren sie zufrieden dann mit den Resultaten, die am Championat dann in der Cup gemacht haben? Natürlich wollen sie auch einen Nationaltitel gewonnen. Ich meine, Tour als Verein, der immer für Titel geht. Und dann sind natürlich direkt nach dem Match sind extrem enttäuscht, frustriert. Ich meine, da sind aus dem Staff genauso traurig wie die Spieler selber. Und ja, da muss ich dann eben akzeptieren, dass ich dann den Tag nicht gut genug war. Und, du hast schon etwas so geschwert, CEV-Cup hat natürlich gespielt, und nicht nur gespielt, die hat gewonnen. Die hat, also, du warst ja sozusagen den ersten Lützebäuer, den ein Cup d'Europe an einer Vereinssportart konnte gewonnen. Was bedeutet das für dich? Ja, ich fand natürlich extrem, extrem flott, bei einer Equipe dabei zu sein, die so einen Exploit konnte verwirklichen. Und, auch wenn ich selber nicht so viel gespielt habe, vor allem in der Finale, aber das ist schon einfach eine Erfahrung für die Leben, die ich nicht so schnell werde vergessen. Du hast aber vielleicht in der Finale noch nicht zu spielen gekriegt, mehr aber in der Halbfinale gegen die United Rhein-Main Volleys. Du warst auch nicht so zufrieden eigentlich mit deiner Leistung. Nein, ich hatte auch schon an der Viertelfinale und Achtelfinale ein bisschen Spiele gekriegt. Bei der Halbfinale gegen Rhein-Main war es ein bisschen so, dass ich nach einer Woche selber für drin hatte ich mir noch den Fuß verstaucht. Und war ich noch nicht unbedingt ganz fit und dann hat es nicht direkt so geklappt, wie sich das vorgestellt hat. Dann war dann noch den Nationaltrainer dann extra bis Wiener gerissen für mich zu gucken. Dann, da geht das halt so nicht. Ein bisschen Nervosität dabei.
Hat dir lo wo Saison River war, ich meine, das war ja damals der CFV-Cup, aber noch so quasi ein kleines Kiste um Koch. Hat er da noch andere Rendezvous, wie lo just Training ein bisschen ausklingen lassen oder so viel? Hat er lo noch so Sponsors-Rendezvous, wie muss ich in der Stadt feststellen? No Match, dann war volleyballmäßig alles River. Dann sind wir noch unter anderem mit Gemengen gerufen, dann sind wir noch bei verschiedenen Sponsoren effektiv gegangen, wo wir da noch kleine Kado gruten, unter anderem relativ viel Pressgeschichten, Trikots in der Schreibe gehen, etwa so Szenen, die wo ich sich kann vorstellen, bisschen, wie soll ich das nennen, Service und Fangemeinschaft einfach. Das ist das, was wir heute ein bisschen auch probieren zu machen, Service und Fans von den Let's Volley Leben oder den Hungry Lions, wie sie nachher sind. Merci mal, Chris, für bis lo. Und ich komme dann lo bei unserem zweiten Invité. Das ist auch ein Spieler, den am Ausland aktiv ist. Ein Spieler, den das Jahr für Deutschland Ausland gegangen ist. Und das ist den Kamil Ryszlicki. Guten Abend, Kamil. Salut, salut, Test, hat du mich gehört? Ja? Ja, beim kann ich mir hören, das ist ganz gut. Wir müssen direkt etwas für abschicken. Es kann sein, dass das Bild hier da von Kamil ein bisschen ruckelt, weil, Kamil, du hast mal gesagt, er Internetverbindung daheim, das ist nicht so das. Nein, das kann uns auch nicht so gut, muss ich sagen. Du bist nach immer der erste Jahr zu Mosaik. Ein Cup d'Europe hat er noch nicht gewonnen, wie der Chris. Trotzdem hat er aber schon Supercup gewonnen am Hirscht. An der Cup-Final hat er nicht durchgegangen für gegen Rosenlerzen gewonnen. Und lo hat er sich kürzlich für das Final qualifiziert. Wie sieht dir der Moment mit der, oder wie bist du den Moment mit der Leistung zufrieden? Ich meine, bis dahin kann man zufrieden sein. Natürlich, dass immer gegen Rousselare, gegen den Champion von der Belge, das ist immer der Klassiker von Hai. Einmal haben sie gewonnen, einmal haben sie verloren gegen sie, obwohl sie sind definitiv mehr stabil, was die Form angeht. Wir haben meistens große Probleme damit, so zum Beispiel Cupfinale. Ich meine, da haben wir uns mehr erwartet, wie es dann zum Schluss ausgegangen ist. Par contre, ich meine, das Finale geht wichtig für den Club. Für uns allem, weil man sieht, da gehen sich auch Titel erwartet. Ne? Das ist ein Verein mit einer gewissen Tradition, wo eben immer Titel gewonnen sind. Sind da nicht sogar Rekordchampion? Du stellst mir schwer vor, ne? Ich mich nicht so gut fühlen. Du warst ja nicht responsabel vom Club. Ja, mein Auto ist dumm, das hat man schon los. Also, geh von mir einfach vor. Kein Problem, ich bin einfach froh, auch wenn sie vielleicht ein bisschen wie schwer für dich war. Gestern, der Match gegen Antwerpen. Ja, das hat er sicherlich auch ernst für gestartet. Definitiv. Obwohl, das muss ich sagen, irgendwie. Alle Kippen, die Gegner, gegen die ich nicht gerne spielt, und für uns ist das definitiv Antwerpen. Weil das Saison hat man alle Match gegen die Kippen hat man immer große Probleme. Und lo, für allem Antwerpen hat lo ohne Druck gespielt, weil bon, sie können sich aber nicht mehr für das Finale qualifizieren. Ich meine, sie haben den Match von der Saison gemacht, und par contre, mir. Ich meine, wir sind ein bisschen mit der Ausstellung an den Match angegangen, dass an München gehofft, dass Antwerpen, bis sie als der Match schenken wird. Und dass aber Leute waren nicht so. Und irgendwie wird es zum Schluss gefehlt, für die entscheidenden Punkte zu machen. Für die, die nicht mit sollte kriegen, also Marseille hat gestorben in 3 gegen Antwerpen verloren. Trotzdem, die sind Viertelfinal qualifiziert, dann da geht es, wie wir auch schon gesagt haben, gegen Roselaar. Dein letztes Match gegen Roselaar, du warst auch nicht richtig an die Rolle gekommen. Warst du im Moment vielleicht an einem kleinen Formtief? Ja, also der letzte Match gegen Roselaar, also mittlerweile gesagt, so die Situation so aus, dass ich
Das ist nicht an meiner höchsten Form am Moment sind. Und bon, ich fange aber die letzten Matches um Terra an. Und dann das Problem ist bei uns mit der Rezeption, die oft nicht stabil ist. Und dann ist es schwer für die Passe, gut Spiel zu machen. Und in dem Fall geht oft den älteren Mann für mich los, für das den dann eine mehr stabile Rezeption herbringt. Und für und allem, wenn ich dann an der Attack auch an der Löcher nicht so gut spielen wie normalerweise, dann das jetzt nicht auch verdenkt auf der Bank. Verdenkt auf der Bank oder nicht, trotzdem was zum besten Spieler gewählt gehen an von dem Club. Was bedeutet das für dich? Ich meine, dass ich flott gefühlt, weil ich schaffe den ganzen Saison dafür und für und allem low, wo ich gebe so ein bisschen eine schwere Zeit herum. Also das motiviert definitiv ihn für weiter umzurappen. Für allem vier und den Finalen, wo Saison und Playoff und hier an der Belgien ist mir komisch abgebaut sind. Also das ist wichtig zu wissen, dass ich noch die Fans haben dem Rekord. Da freue ich mich schließlich von Learning Abis schätzen. Tipptopp, wir holen den Chris Römer dabei. Voilà, da sind wir an Lokind, mal ja euch das Spiel Holländisch schwätzen, oder nicht? Du kannst Holländisch schwätzen. Also. Herzlich willkommen, Kamil Ryszlicki. Ich mein, der Chris, der gibt das nach am besten von uns hier kriegen, ne? Oder? Also, wenn wir Holländisch schwätzen. Ich werde die wahrscheinlich schon verstehen. Was ich weiß, versteht, ich schätze komischen Dialekt. Also, ich schätze komischen Dialekt. Was siehst du, Kamil? Naja, also, wenn du Polnisch aufhängen willst, dann schmecke bei mir, wird Internetverbindung bei mir losgehen. Nee, das dürfen wir aber trotzdem nicht vergessen. Mosaik leitet wirklich direkt unter holländischer Grenze. Ne? Weißt du dann aber, wie geht das geschwärzt so an den Profis-Equipen von Tour oder von Mosaik? Frommel und. Und den Chris, was ist er Spruch? Wie geht bei ihr um Training auch noch während der Matcher geschwärt? Das Saison war es so, dass man sich jeder in der Equipe, die hat Französisch geschwärt oder man es ein Minimum verstanden. Und das Jahr ist eben quasi alles auf Französisch geschieht. Das Jahr danach war es alles auf Englisch gegangen, weil man da haben wir auch Amerikaner da hatten, die ich kein Wort Französisch schwätzen. Du hast einfach geguckt, was am einfachsten aus für ihn. Aber jetzt kam ich wieder zu dir, den argentinischen Trainer, der hat eine ziemlich zusammengewürfelte Equipe. Ja, man, ich muss sagen, das ist so witzig. Also, es geht definitiv just, oder praktisch just Englisch geschwärzt. Erstens, weil den Trainer eben just Englisch schwätzt. Obwohl es halt so witzig ist, weil am Anfang besser Italienisch schwätzt und sein Englisch als Heinz da. Naja, und da benutzt er eben Italienisch wieder. Von daher könnte ich schon mal sagen, dass wir auch schon mal Italienisch schwätzen. Mehr am besten geht aber praktisch schon Englisch geschwätzt. Dass wir viele Spieler von verschiedenen Nationalitäten haben. Par contre, ich muss sagen, ich schwätze mein Englisch heuer nicht in Polnisch, wie dass ich in guten Kurkipi heuer aus Polen. Dann, ja. Ich meine, du sind in der Krise nicht, aber fertig mit dem Polnischen, ne? Wir können probieren. Lieber nicht. Ich kenne just den wieder, die normalerweise nicht sieht an der Öffentlichkeit. Dann gehen wir vielleicht live ab 10 Uhr. After Show, nenne ich das vielleicht. Schwätz mal ein bisschen über die Nationalequipe. Beim Kamil aus Saison ja noch am Gang. Chris, du wärst nur wahrscheinlich doch schon auf dem Training gehen, oder wie gesehen statt? Ja, richtig. Es laut eben kommen, es ist ein bisschen wie eine Stunde halb. Und sie stehen schon an der Kuck im Training. Froh und Kamil, hast du dich überhaupt schon mal im Programm von der Nationalequipe beschäftigt? Ja, also ich bin ganz Zeit am Kontakt mit Dieter Scholl, also mit dem Trainer von der Nationalequipe. Par contre, bon, ich bin am Moment heute tätig, von daher bin ich keine Möglichkeit, plötzlich auf dem Training zu kommen. Ja,
dann reicht von meng Saison fertig aus. Und das Problem ist, wir wissen eben noch nicht genau, wenn die Saison fertig ist, weil es anfängt, wie viele Matches wir im Finale spielen werden. Da kann ich recht nachkommen. Das Finale am belgischen Championat, die geht wegen Modus gespielt, Best of Five. Richtig, Best of Five, genau. Ja, und das geht recht am Anfang Melo lassen, ne, im Englisch. Ja, aber das Problem ist eben, wir wissen noch nicht genau, wen wir abhalten und den Kalender kann nicht genau festgelöst gehen, weil die Föderation nicht d'accord mit der Liga ist, weil die Föderation gerne Saison mehr schnell abhalten geht, für dass die belgische nationale Equipe mehr Zeit hat, für sich viel zu bereiten. Mhm. Die Liga hat schon für ein paar Monate eben den Kalender festgelegt und gesagt, nicht an, für was das so geändert gehen. Und anscheinend soll die Sache geschwind für ein Gericht geklärt gehen. Ulala, also ein großer Affair mit dem neuen belgischen Nationaltrainer Vital Heine, ne? Der noch früher mal deutscher Nationaltrainer war. Und auch so gut, einke Kurzzeit den Trainer von Chris Seudberg. Ja. Das letzte Jahr hatten wir dann im Dezember Trude geholt. Also so sind wir hier verbunden. Ein frohe zur Nationalequipe, der hat ja schon so ein Hashtag gegeben. Wir hatten am Anfang an unser Intro eigentlich kurz gewesen. Hashtag Hungry Lions. Wie ist es dazu gekommen? Wie will er antworten? Chris? Schlüssel der Chris anfragen. Du weißt, du mich sehr, ja. Gerne, ich weiß auch nicht, wie genau ich meine, wir hatten uns da eigentlich mit der Kippe zusammen gesagt, und du kommst irgendwann aus der Kippe, als du mal da kommst, und das hat kein wirklich Argument gegeben. Und das klingt eben ganz repräsentativ für uns Spieler, dass wir immer hungrig sind und mich. Und du magst das verwendet. Voilà. Ja. Ich meine, das ist ziemlich banal abgekommen. Das die ganze Geschichte mit den Hashtaggen. Also, ich meine, wir hatten am besten ja ein bisschen gut gelacht. Und ich will jetzt dann ein Hungry Lion rauskommen. Okay, gut lachen, das muss auch sein. Wir kommen nun zu einer Rubrik, wo wir probieren werden, an dieser diese Episode von den Let's Volley Fan Talk immer anzubauen. Und das ist die Rubrik von den 30 Sekunden frohen als zwei Inviten sind nicht ganz gebrieft oder ob das heißt, sie wissen nicht genau, was ob sie durch können. Wir fangen auch ein, denke ich, an. Mom Chris Zeutberg. Chris, du hast, also wir stellen als 30 Sekunden, das aber nicht für Zeit spielen, ne? Das ist schon direkt. Es gibt da Stichwörter, okay, es zwei Stück. Und du decidierst dich dann für einen von den zwei und dann haben wir beim Debriefing, dann gucken wir, was dann dazu zu suchen geht. Okay für dich? Ich meine, ich verstehe nicht, Herr Norecht. Okay. Also, ich gebe da zwei Stich für dich und du siehst dann einen von den zwei, das dann die Antwort. Okay. Okay? Zum Beispiel, wenn du gibst so blond oder braun, dann siehst du mal, was dir besser gefällt. Ja? Das ist gut. Okay, dann starten wir mit Chris Zeutberg. Chris Zeutberg, Tuch oder Lorenzweiler? Lorenzweiler. Wolltest du da gemäß oder Fast Food? Gemäß. Kino oder Computerspieler? Computerspieler. Holland oder Lützburg? Lützburg. Mit oder diagonal? Mit. SCD oder GPE? Also Spieler von den kleinen Ländern? GPE. Okay. Dann hast du die letzten drei frohen Konten erspuren. Und wir fahren aber direkt weiter mit Kamil, für das den sich nicht zu lange kann, seine frohen Antworten präparieren. Es sind verschiedene dabei, dazu schon direkt. Die sind ganz ähnlich. Andere, die sind aber auch ein bisschen ähnlich. Dann gucken wir mal, was bei dir rauskommt. Kamil, was brett? Das geht immer. Alles geht es. Straßen oder Mosaik? Straßen. Selber kochen oder Lieferservice? Lieferservice. Attack Rezept oder Diagonal?
Boah, da kann selbst gar kein Fall. Polen oder Lützebusch? Ich bin schlechter hier nichts froh, was es gibt. Moskau oder Modena? Modena, definitiv. Moskau zu kann. Geschichte oder Politik? Geschichte, obwohl Politik ist auch nicht schlecht. Okay, also gehen wir an den Debriefing. Chris, bei dir und auch beim Kamel wäret bei der Echter froh, wo ich gesagt habe, Tour oder Lorenzweiler, respektive Straßen oder Mosaik, wird all Chaos die Lützburg gibt. Für was, Chris? Oh, ich meine, ich drehe nicht ein bisschen am Lützburg, weil ich es kennt, Lorenzweiler sind die ganzen Soldberg klar, den hast du ein bisschen vertreten. VT Soldberg, oder wie? Wo ich gelernt habe, wo ich gelernt habe, Volleyball zu spielen, ich meine, das läuft immer ganz wichtig. Kamil, für dich? Für was Straßen und nicht Mosaik? Ganz klar, ich kann sagen, ich bin da abgewusst, so viel Zeit zu Straßen an dem Club verbracht. Lauter gute Zeiten, die ich nie werde vergessen und so viele Sachen du gelernt, nicht nur, was Volleyball angeht. Dafür definitiv Straßen. Beim Chris wird froh, beim ersten ob es da Gemäß oder Fastfood, den hat sich für Gemäß desideriert, ne? Ja, kein Fastfood-Junkie. Nee, definitiv nicht. Nee, ich merke einfach, dass wenn du alle nach dem Training hast, zweimal, dann musst du das ordentlich zusammen machen. Und der Kamil, den hat gesagt, Lieferservice, froh, war ein bisschen anders gestaltet. Was wird dann du geliefert? An der letzte viel zu viel Pizza, muss ich sagen. Aber immer Weekends, also nicht, dass es so ist, dass ich an der Woche für den Training eine Pizza esse. Nein, wir treffen uns oft mit ein paar Kollegen aus der Equipe, sie wird bei mir daheim, sonst bei einem. Und da werden sie kochen, vielleicht zu viel anstrengend für uns. Da geht einfach geliefert. Trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass dir als Profisportler ja aber auch bisschen muss oder bisschen mehr muss bei Ernährung aufpassen. Definitiv. Ja, definitiv. Ich muss sagen, am Anfang und ich vielleicht nicht so viel drauf abgepasst, obwohl ich es mal bewusst war. Aber mittlerweile gesehen ich doch, dass es die große Unterschied ist, was denn ist für ein Training oder ein Match. Mhm. Chris, du hast bei der Frau Kino oder Computerspieler, dich für Computerspieler desideriert, was spielst du denn da? Ein bisschen von allem, mit Shooters oder anderen Spieler, MOBA oder so. Das, Tetris, Mario Kart. Nein, ich tue einen Computer, kein Konsole. Ja, yeah, okay. Also Strategie oder wie ist das, Shooter oder? Unter anderem. Du bist von allem, ich bin nicht auf Apps fixiert. Okay, viel Zeit für das zu machen? Immer da, wenn ich Zeit tun, dann wird auch ein bisschen dafür Zeit investiert. Heute muss ich mir auch Zeit holen, weil da war immer flott, dass dann auch eine Möglichkeit war, für mit den Kollegen aus Lützburg in Kontakt zu bleiben, dann, wenn sie mit denen zusammen gespielt hat, dann ist eben eine Möglichkeit gewesen. Cool. Bei der Frage um Land, also Holland oder Lützburg, Polen oder Lützburg, der Chris war klar Lützburg. Ja, du warst hier groß, du warst hier, ich meine, noch geboren. Ja. Voilà, ja, genau. Ich meine, ich bin hier geboren, das Lützburg ist meine Mama Sprache. Ich bin natürlich auch hier im Holländisch geschwärmt, aber ich meine, mein ganzes Leben quasi verbrötbar. Da habe ich keinen Grund, mich nicht mit Lützburg zu identifizieren. Kamil, den hast du nicht drauf angegangen. Nein, also ich wollte, also davor gebe ich wirklich ungern an einer Sekunde beantworten. Weil das ist. Ich gehe da auch drei. Also. Ja, perfekt. Nein, davor habe ich mich oft an. Am Anfang die richtige Antwort wäre wahrscheinlich beides. Mhm. Ich glaube, du hin wie polnische Jungen abgewiesen, schon polnische Eltern. An einem Zeitchen war ich
Ich mich definitiv wie polnischen Mann gefühlt oder Jung, ich weiß nicht, wie ich das so sehen. Par contre, zum Beispiel an der letzten merke ich aber, dass immerhin sind ich zu Job gewesen, zu Lützburg, durch mein Kollegen Lützburg als einfach mein Duheim. Aber das da, wo ich immer gerne zurückkommen und dafür gibt es schon wahrscheinlich an mir ein bisschen beides von dem an mir. Eine andere Frau hat mal gestellt, ein Kehr dem Chris mit oder diagonal an dem Kamil, der konnte sich klar dezidieren, direkt Attack, Rezept oder diagonal bauen. Das ist evident, wie werde ich die Frau stellen. Ne? Beim Chris ist es so, am Verein, an der Nationalequipe quasi immer als Mittelblocker an den Ansatz kommen, auch eigentlich als mit auf Tour gewechselt und dann eigentlich zum Diagonalspieler quasi umgeschult gehen. Ja, ja, wie gesagt du dich? Wo fühlst du dich mehr wohl? Mit hast du gesagt, Mensch, ne? Ja, ich hätte auch mit gesagt, ja, ja. Das ist einfach Fernando, weil ich, weil die nationale Kippe für unter dir steht und ich meine, dass du wirklich wert, mit wert spielen muss, und dann auch, weil man da eben einfach ein bisschen mehr Not umbauen hat. Und ich will der Kippe so viel helfen und da helfen, wo der meiste bringt, wie möglich. Und dann eben in der Mitte, sondern dann in der Mitte. Und im Allgemeinen spielen, egal wie eine Position gerne, und wir fokussieren uns auf die Mitte, weil das ist, wo ich wohl muss, mein Licht zu bringen. Kamil, war es so, du warst auch als Rezept-Attack auf Mosaik gewechselt, du hast jahrelang zu Strasse in der Position gespielt. Glaubst du von den Trainer aber immer nicht auf Diagonaler gesagt aus, wie man selber in einem Interview eigentlich gesagt hat, Verletzungsgründe, ist das so? Ja, also wir hatten viele Probleme mit den Verletzungen. Ein bisschen Pech gewesen. So, bon. Ich kann dem Trainer nicht die Schulter für gehen, weil das war einfach die beste Lösung, eigentlich, an dem Moment mich als Opposite zu setzen auf den Terrain. Und bon, für mich, das einzige Problem war am Anfang, sollte das just eine Solution für die nächsten Wochen sein, und dann hat sich alles ein bisschen entlang gezogen. Und das war für mich nicht so einfach, damit umzugehen. Ich hatte noch eine andere Frage gestellt, Moskau oder Modena, aber du kannst ja verschiedene Sachen raninterpretieren, zum Beispiel, welche Verein gibst du lieber wechseln oder welche Match wird dich mehr beeindruckt, Matcher gegen Moskau, lo an der Champions League oder der Match mit Strassen gegen Modena, das war eigentlich da die zweite Variante, wo ich gemeint habe, gibst du dann noch einmal Modena so oder gibst du dann nächste auf Champions League Moskau switchen? Also ich war definitiv impressioniert von Moskau, wie verschiedene Spieler von denen ausgesehen. Zumal es dann, ich sind Leute nur in Baku, ich weiß nicht, ob viele Leute kennen, aber ich gebe so einen 2,10 Meter, wirklich breit. Also ich meine, gebe ich denen einen Kerl, wenn sie an der Straße begegnen, dann gebe ich schon Schiss kriegen. Ich meine, das du kannst sein, vielleicht so. Mir sehr laufen wie hin dann. Ich hoffe. vielleicht hast du nicht ein guter Junge, vielleicht, ja, dafür, ich weiß ja nicht. Das war sicher impressionant, par contre Modena. Par contre gebe ich aber Modena wählen. Sie wird als Staat, als Club, ganz klar. Und wenn es an der Erfahrung mit Strassen zu Modena, das war ja auch ein Erlebnis, was da ist, müsst lange am Kap hängen bleiben. Ja, also das ist schwer zu vergleichen, weil du warst noch, obwohl ich bin noch immer jung, aber du warst am Anfang noch knapp, ich weiß nicht, 16 und das war ein großes Erlebnis, denke ich, gegen so Leute zu spielen. Normalerweise wurde ich zur Straße gegen Lützburg gespielt und. Gegen Lorenzweiler zum Beispiel. Kennt ihr ja den Südbergsklan, genau. Und zu Modena, bon, du warst selber am Terrain und du hättest noch gesehen, dass es einfach ein Match ist, dass jeder gewonnen will. Okay. Wir übersprangen die anderen Frauen, weil wir 100
bisschen etwas im Programm stehen. Wir wollten eigentlich kurz über die Aufgabe mit der Nationalequipe schwätzen, die Jolo ausstehen. Wir probieren also kurz wie möglich zu machen. Wir haben Christ früh nachgestellt zwischen den SCD und den GPE. Für was GPE? War das du so besonders? Das ist einfach die ganze Ambiance. Scheint dafür eine ganze Delegation, eine ganze zwei Delegation auf einem Platz. Dann sämtliche Athleten, sämtliche Sportarten auf einem Kopf sind. Und das ist einfach viel mehr flotte Ambiance auch zwischen den verschiedenen Sportarten. Kann ich dann, wenn ein Kind noch mit der Pause hat, wo da kein Training ist oder für ein Match, gehst du Kollegen von einem anderen Sport gucken und einfach viel mehr flott aufgebaut wie just ein CD im Turnier. Wenn ich Lot froh ein bisschen ernst gedreht hat, nämlich GPE oder WM-Qualifikation, wie wäre du denn Antwort? Schwer. Ich meine, sportlich gesehen wahrscheinlich die WM-Qualifikation, weil man da auch geht, wie große Kippen werden nun treten. Das ist auch immer eine Erfahrung für sich, dass dann für beide sieben dann für sich vier Dinge. Kann ich auch echt die WM-Qualifikation, wie du immer rum die kleinen Länder dort spielen? Ich will auch gehofft, du gehst mir die Frage nicht stellen. definitiv vom Sportlichen her WM-Quali. Gut, kein Froh. Ich meine, der Niveau ist viel mehr hoch, bei Konter, JPE, auch wie die Krise zählt. Viel Sportler von kleinen Ländern ist auch ein flotter Erlebnis. Ich meine, auch flotter Flutzach für alles mal so Saison zu beenden. Für was all die verschiedenen Kompetitionen, die stehen nämlich im Programm. Ich muss ein bisschen abschreiben, verteidigt stehen für die nationale Equipe im Programm Small Countries Division Final. Da sieht der Titelverteidiger, hat er 2015 halt zu Lützeburg Goldmedaille gewonnen. Einer der anderen gegen Zypern. Zypern ist auch das Jahr qualifiziert, zusammen mit Nordirland und Island. Bei Island hat er in den letzten Jahren immer näher souverän gemischt. Dann du wahrscheinlich nächstes Zypern als Hauptkonkurrent. Ähnlich gesagt, wahrscheinlich auch bei den Spielern von den kleinen Ländern aus, weil du spielst mit Nesenke Island an Zypern, dann auch San Marino am Monaco nach Matt. Gesehen ist das richtig, Kamil, stellen steht froh, dass Zypern all Chaos die Equipe ist, die du zu schlagen gilt. Ich meine, alle Equipe muss ich schlagen, aber ja, definitiv. Ich gebe es in Zypern als wahrscheinlich die stärkste, obwohl ich weiß nicht, was ich erwarten soll, weil ich habe das Gefühl, alle Jahre wird eine dynamische Equipe gesehen, also von all den kleinen Ländern. Und ich weiß alle Jahre, was die Equipe verändert. Zumindest die von Zypern. Ich weiß wirklich nicht, was ich von denen erwarten soll. Trotzdem sind er motiviert für die zwei Goldmedaille beide Spieler von der kleinen Ländern an der Small Countries Division zu verteidigen, Christ Zoltberg. Ja, selbstverständlich. Ich meine, wenn ein Kerl echt nass, dann willst du nicht mit Zeit sehen. Ne? Dann bonne chance dafür. Das andere Rendezvous steht im Programm, da das die WM-Qualifikation just für und die Spieler von den kleinen Ländern an die geht, an Holland gespielt. Sozusagen dann ein echt Heimmatch. Ja, für wen? Für den Kamil, den unter der Grenze wohnt, oder für den Chris, den gewirtig oder von Lützburg aus mehr, aber holländisch Antecedent hat. Amdo spielt dagegen dann Slowakei, Österreich, Moldawien, Griechenland an direkt den ersten Tag gegen Holland. Wer ein Partie ist das dann da raus, Chris? Ich denke, dass Holland und Griechenland wahrscheinlich. Weil ich weiß nicht, wen da alles bei den Griechen noch dabei ist, aber ich meine, das werden aber die zwei Kippen sind, Mensch, die gute Krack über das sind. Gute Krack über das sind, an gegen die hat er auch bis noch nie gespielt, ne? Ja, in der Ahnung. Die ist Sommerflot gegen neue Equipen spielen. Gespannt, ihr wenn dann auch sehen, wie es mit Österreich und Moldawien ausgesagt, weil du für allem gegen Moldawien müsst eigentlich nach einer Rechnung abstehen, ne, Kamil? Definitiv. Ich meine, in Österreich auch. Ich bin gespannt, was für ein Niveau wir kapabel sind, dort zu präsentieren. Ich meine, ein großer Vorteil für uns ist, dass wahrscheinlich bald alle Equipe uns unterschätzen wird.
Dat merkt ich auch heute so an der Belgisch für einen großen Einfluss, dass er ein Match kann haben, wenn Indiana eine Equipe einfach spielen lässt, dann, voilà, dann können sie eine Chance noch vielleicht einen Set zu gewinnen und dann wissen sie nie, was geschieht. Aber konnte für mich für den Match gegen die Slowakei ist etwas extra Sinn, weil da spielen wir gegen den Passe von Menge Equipe ist da. Aus der Belge und ich bin gespannt, was den noch Match über Lützburg sieht. Das sind wir natürlich auch gespannt, auch eigentlich interessant, könnte man eigentlich für dich sein, für gegen Holländer zu spielen, ne? Oder? Weil du kann, ich kann mir vorstellen, dass viel Supporter, aber auch aus der Belge, wird darüber gehen, für den Event sich anzugucken und die kennen dich ja dann. Ja, das ist richtig. Ich hoffe, dass ein paar Leute lange gucken kommen. Aber hin ist nicht weit. Ich freue mich. Naja. Wir geben ein paar kurz gucken, ob das, was den Eis noch gucken hat, geschrieben hat. Etwas habe ich noch vergessen. Und zwar ganz wichtig, es gibt ein Präparationsmatch logisch auf all die Aufgaben. Und das aus den Heiten. Also Lützburg gegen Schweiz. Dann 6. Mai samstags zu Lorenzweiler. Um 7 Uhr, Chris, das dürfte für dich ein ganz, ganz spezielles Match noch sein, ne? Ja, natürlich. Das ist ja einfach, weil sie die neue Halle wollen erweitern, wenn das dann noch in der Dame, wo sie dann den Match organisieren. Und ich habe noch nicht an der neuen Halle gespielt. Und natürlich von einem alle Verein organisiert. Und dann poppt ihr natürlich die ganze Woche im Verein viel zu tun. Und nicht mehr viel davon gespart. Und freue mich effektiv extrem. Dat, da freuen wir uns dann auch schon drauf, ob den Match dann zu Lorenzweiler an der Funkel neuer Sportzahl. Und wir haben auch da ein paar Tickets verspielen, die gerade zugesichert. Also 2 Entrees-Tickets für den Match Lützburg-Schweiz, den Freundschafts- oder Test. Länderspielmatch zwischen der A-Equipe Lützburg und der A-Equipe Schweiz, den 6. Mai. Und ich gebe einfach so den ersten, den man losschreibt, an Comments, wo der Match ist. Wir haben schon ein paar Mal gesagt. Und für dann ganz leicht zu machen, blenden wir denke kurz an. So, voilà. Also, wo ist der Match? Lützburg gegen Schweiz, den ersten, den man da kommentiert, der gewinnt 2 Entrees-Spiele für diesen Match. Und nun gucken wir dann, wie ich versprach, ob das was und Frohen aus den sozialen Medien kommt. Dann haben wir hier den ersten. Gucken, okay, hier. Zack. Und da haben wir. Wen ist der Broko von euch zwei? Ja, heiße ich nicht. Wer ist der Broko? Broko, jeder. Ja. Broko, ja, und dann von der Pro, hörst du den Nerfswappen nach? Ich meine, am besten ist es, wenn ich einfach zwei bin, dann muss ich nicht lehren. Ja, das ist spontan, so wollen wir das gesehen. Moment. Eine flotte Karte, den ich habe von Kollege Kruth. Okay. Das ist ja. Was musst du damit? Ja, außer dass du sie an der Schossel leihen. Nein, das sind so kleine Nerfguns, die kann nicht mit Munition abfüllen. Also, ja, wie scheiße du dann? Ja. Aber muss ich das nachweisen, oder? Ich muss sagen, ich muss auch sagen, das steht ziemlich gut. Und par contre, ich muss sagen, dass das an der Lösche, die habt Attraktion hier in der Wohnung. Sie wird von meinen Co-Kippien kommen. Sie wird sogar gekannt von einem Matchspieler, den hier ist. Also ich. Das heißt so wie bei der Crash. Also, ich habe die ganze Zeit immer gespielt. Okay. So viel, merci für die flotte Karte. Naja, dann die nächste Frau. Und ich habe vom Roman. Oh, der passiert sogar den Text. Hier haben wir den
Frohe de Kamil, den Rob Bonche, das ist ein Matchspieler von dir. War schon beim Beachvolleyball-Turnier zuerst danach. Sei denn, du stehst ja auch du. Ich meine, Beachvolleyball ist ein Ding, Kamil, hä? Ja, von gut Sonder hast dann überlegen, ich meine. Mit dem Rob allein eine Equipe. Nee, ja, das wäre effektiv ein gute Idee, aber ich weiß auch nicht, wenn ich den Turnier hast. Und das zweite, ja, das geht ja da gewohnt, wenn da auf die Zeit vom Volleyball erst danach gucken geht, dann fand ich das dann auch manchmal. Zweitens, hast du schon viel von ihm gelehrt oder hin auch schon etwas von dir? Ich muss so den Rob, der ist eine fantastische Person, immer gut gelaunt, bringt ganz viel an die Equipe. Ob ich von dem etwas gelehrt habe? Sicherlich ja, sicherlich immer im guten Humor sind, weil es braucht immer ein bisschen Distanz zu dem allem, was verteilen so geschieht. Und brauche noch eine gute Portion von Humor für durch Volleyball zu lernen zu gehen. Okay. Und ob ein Apps von mir gelehrt wird, ja. Das ist schon ein Freundin, Robbonche. Den kann ich ihm gerne mal stellen. Naja, dann macht er mal, dann hältst du am Laufenden. Dann bin ich ein froh. Was macht ihr an eurer Freizeit, wenn ihr mal nicht trainieren musst, Chris? Aber, salut Dani. ich meine, ich kann dich direkt selber vorstellen, du weißt wo genau. Dann, wenn ich dann mit Team einfach online schwätze, mit Team einer sehe, mit dem, wo ich dann online Videospieler spiele. Oder ich sehe mich dann an der Stelle, na, wie mit den anderen Leuten aus der Equipe, wo man dann ich hab's ausstellen. Ja, viel schlafen, dann hat andere auch. Warum nicht trainieren? Viel schlafen. Viel schlafen. Kamil, das ist bei dir auch so. Viel schlafen. Ça va. So, genug schlafen, aber viel schlafen. Ich weiß nicht, was die Definition von viel schlafen ist, aber ich probiere meine Freizeit so immer ein bisschen etwas anderes zu machen. Ich würde zwar ganz am Anfang auch gerne Playstation spielen oder Serien, Filme gucken, würde ich noch mal gerne machen, aber da lässt der Favorit nicht gerne dann einfach Zeit mit meinen Co-Equipieren. Sie wird bei einem daheim, sie wird irgendwo hier fahren, ob sie es sind. Ich meine, das entspannt am meisten. Merci Camilla, merci Dani für die Frage. Heute habe ich noch keine Frage, mehr einen kleinen Kommentar vom technischen Direktor. Den der Camilla dann erwähnt für die Nerves. Ganz, die wir vorher gesehen haben, da mal mit auf den Teambuilding zu bringen. Hoffen wir, dass dann Jitverein dadurch evaluiert. Und dann noch ein letzter Kommentar von ihrem Co-Equipier, dem Olli, den ich daran erinnert, dass mehr Training ist, dass er dann hauptsächlich für den Chris, ich meine, der Kamil, der wird auch mehr Training haben, aber noch nicht mit der Nationalequipe. Ne? Ja, aber ich kann höchstens live dabei im Facebook sind. Dann guck mal, was wir da können arrangieren. Voilà, lo wären wir dann umhängen mit dieser Sendung. Es hat ein bisschen mehr lange gedauert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir hatten zwei ganz interessante Erwitten hier. Und ich gebe dann denen Erwitten auch das letzte Wort los. Sie können sich beim Radio gebe ich so ein Lied wünschen. Hey, gebe ich mir wünschen, dass dir, Camilla, Chris, ihren denen Leute, die nur gucken, lo live oder die dadurch später ein nur gucken, einfach mal so irgendein letztes Wort angefangen, auch das genießt dann mit Chris. Ich sage einfach, dass ich dir ein ganz großes Merci. Ich meine, ohne die Leute, die das ganz verfolgen, wäre ganz viel, vieles nicht möglich, weil es aber am möglichen Kaufland in den letzten Jahren. Für eine internationale Equipe, wo man große Kracke, große Fischsprünge macht, große Sprünge viel gemacht. Und ja, bis geschwind hoffentlich. Bis geschwind hoffentlich, und vielleicht auch dann den 6. Mai schon zu Lorenzweiler. Selbst froh und den Kamil, was gibt es den Dingen, Supporter, mal auf den Weg.
Was soll ich sagen? Der Brocco ist der Schmerz. Ich lade mich herzlich, auf Marseille zu kommen. Für allem Lauf an Finale aufhängen gegen Rousselare. Das ist schon bald ein El-Klassiker von der Belge. Oder also, wenn du willst mit den Nerv ganz spielen, dann kommt Latsch. Merci, ihr zwei. Pardon. Ich merke, meine Stimme fängt auch an, los auszusetzen. Also, merci, ihr zwei. Und mit den paar letzten Bilder aus dem Match Lützeburg gegen Deutschland. So, mir dann auch. Adi für diesen Abend, Adi für die erste Episode vom Lützvolle Fan Talk an. Wir dürfen nicht vergessen, heute hatten wir heute zwei Hungry Lions auf Besuch. Mehr, es gibt auch Red Lion Ladies. Und auch die haben wir nicht vergessen. Und auch die werden heute ein bisschen zum Zug kommen. Und wie weiß, vielleicht schon ganz geschwind an der zweiten Sendung. Merci und schönen Abend. So, der Stream ist offline.